hier geht's heute hin, an den wunderschönen Plöner See. Unser Campingplatz liegt auf einer kleinen Landzunge, an drei Seiten von Wasser umgeben. Traumhaft. Wir kommen uns näher. Überhaupt diese Ecke hier gilt als einer der schönsten in Deutschland. Ich bin gestern Nacht ja schon hier gelandet, so über Nacht gefahren und mich hat es total weggeflasht. Ich finde, das hat so eine Anmutung, so ein bisschen wie in Schweden. Ja, stimmt. Also hier mit dem See drumherum, ja, ja. Und sehr entspannt. Auch nett, so idyllisch. Einfach, ja, und nette, ne? Leute irgendwie auf dem Campingplatz.
romantisch hier, ne? Sehr schön. Extrem. Hallo, Abend. Hallo. Habt ihr noch Platz für zwei rechtschaffende Camper? Rechts. Bist du der Chef? Bist du der Platz? Ah, okay. Platzhirsch, ne? Du hast eine Mücke. Am Kopf eine Mücke. Hau die weg. Leck. Oh. Wir haben Mückenspray mit. Wollt ihr was haben? Willst du auch? Nee, ich mich Mundspray. Stechen die Mücken nicht. Stich mich einfach nicht. Oh, schön. Direkt mein Spier rein. Ne? Es gibt so 14 Tage im Mai, da kommen Zuckmücken raus. Ja? Und das sind, die stechen nicht. Aber das sind solche unfassbaren Mengen, dass du die auf dem ganzen Schwärme, okay, auf dem Bungel überall hast. Ja? Und so. Das ist, wenn du öfter den Mund Fahrrad fährst, bist du satt. Wirklich. Also unfassbar. Ja, das sind Eiweiße. Ne? Ich war irgendwann mal in Griechenland mit meiner Ex-Freundin. Sind wir da mit so einem kleinen Suzuki-Bus, sind wir da angekommen, nach dem ganzen Tag Fahrt und dann sind wir zum Strand gegangen und dann zurück ins Auto rein, Tür zugemacht, schön kein Licht an, ne, wie ein Mücken und auf einmal zzz, hab ich gesagt, ich glaube, wir haben eine Mücke drin. Licht angemacht, war die ganze Decke voll, ne? Die ganze Mücke, das war richtig schwarz, ne? Da habe ich einen cholerischen Anfall gekriegt. Ich habe da wirklich gewütet, bis ich die letzte Mücke erlegt habe. Irgendwie finde ich jetzt immer so einen Traum, so eine Traumvorstellung. Man hat so einen Campingplatz in einer wunderschönen Lage und die Leute kommen und man so ein tolles Leben. Man hat immer einen schönen Blick, aber in Wirklichkeit ist es, glaube ich, ziemlich viel Stress auch. Ja, ja, manchmal kannst du Tage in die Tonne treten. Ich habe das auch schon im Campingplatz erlebt, ne, an der Rezeption, dass da jemand ist, der checkt aus und sagt, ich habe den Platz vermessen. Und er hat ja weniger Quadratmeter, als ich den gebucht habe. Ne? Und dann prozentual das Geld zurückverlangt hat. Ne? Das war dann, ja. Ey, da muss man ruhig bleiben, ne? Es sind auch welche, die zurückgefahren sind, wegen Plätschern der Wellen, ne? Ja. Was? Das war denen zu laut. Die konnten das nicht ertragen, am See zu stehen. Ach, also wir haben keine Nacht geschlafen und das ist also dieses Geplätscher und dieses Gequake von den Enten. Das ging da habt ihr die Psychotherapie da bezahlen müssen, ne? Was ich von einem Kollegen mal gehört habe, haben auch so Münzer, ne, für Duschen oder Waschmaschine oder irgendwas. Und hat er sich immer gewundert, dass der so nass war. So. Da hat es einen Camper gegeben, der hat so eine Euro-Münze, hat sich eine Form gebaut und hat da Wasser reingekippt, hat das eingefroren, hatte dann eine Eismünze. Was? Ja, und hat dann diese Eismünze reingeschmissen, für was ihn ja nichts kostet, ja, und dann ist die natürlich irgendwann aufgetaucht. Unfassbar. Geil. Also, tolle Idee. Ne? Ja. Macht ihr denn auch mal Urlaub oder seid ihr immer hier auf dem Platz? Ja, also die letzten zwei Jahre konnten wir ja nun keinen Urlaub machen. Da waren wir nur hier und haben aber selbst bei uns auf dem Campingplatz Urlaub gemacht. Die einzigen Gäste, ne? Und wir hatten schön Lagerfeuer. Das war herrlich. Warum in die Ferne schweifen, wenn man sowas Wunderbares direkt vor der Tür hat?